Das Vorlesen war nie magischer als in diesen Zeiten, wo wir ja eigentlich nicht wirklich reisen können, aber das auf die wunderbarste Weise mit Büchern tun können. Und ganz besonders gut geht das, wenn jemand laut vorliest und wir uns alle zusammensetzen und zusammen auf die Reise gehen. Die wunderbare Bücherkofferaktion trägt da ganz, ganz Kostbares bei. Und ich lese jetzt, um diese Arbeit zu ehren und euch alle dazu aufzurufen, die zu unterstützen, ein bisschen aus meinem Buch Der Mondscheindrache. Der Mond schien in Philipps Zimmer. Ganz silbern war der Teppich. Sogar Philipps Jeans über dem Stuhl sah aus, als wäre sie aus silbernen Fäden gewebt. Wie sollte man in so einer Nacht schlafen? Philipp lag im Bett und starrte zum Fenster hinaus und zählte die Sterne. Da hörte er plötzlich ein leises Rascheln neben seinem Bett. Erschrocken lugte er über den Bettrand. Auf dem Teppich lag das Buch, in dem er vorhin gelesen hatte. Ein Buch über Drachen und Ritter. Es war aufgeschlagen, obwohl Philipp ganz sicher war, dass er es zugeklappt hatte. Seltsam. Philipp streckte die Hand aus, um es zuzumachen. Da raschelte es wieder. Die weißen Seiten bewegten sich, wie von einer unsichtbaren Hand umgeblättert. Philipp hörte ein leises Schnaufen. Erschrocken versteckte er sich unter der Bettdecke. Nur durch einen Spalt lugte er auf das Buch herunter. Das Schnaufen wurde lauter und ein schuppiger Schwanz kam zwischen den Seiten hervor. Dann folgten zwei Pranken, ein silbriger Leib mit Flügeln und Zacken auf dem Rücken und plumps rutschte ein Drache aus dem Buch auf Philipps Teppich. »Oje, oje, oje«, hörte Philipp ihn jammern. »Bei meinen Schuppen, wo bin ich denn nur gelandet?« Mit gespitzten Ohren stand er da und lauschte. Wunderschön sah er aus. Genau so, wie Philipp sich immer einen Drachen vorgestellt hatte. Nur, dass der hier kaum größer war als ein Marmeladenglas. Die Seiten des Buches bewegten sich wieder. Und jetzt hörte man plötzlich das Klappern von Hufen und das Klirren von Eisen. Der Drache zuckte zusammen. »Er kommt«, flüsterte er entsetzt. »Er hat meine Spur. Ich muss mich verstecken. Aber wo, wo?« Verzweifelt wendete er den langen Hals hin und her. Da entdeckte er Philipps Spielburg in der dunkelsten Ecke des Zimmers. »Ja«, rief er, »das ist es gut.« Er breitete seine silbernen Flügel aus, aber mehr als ein müdes Flattern brachte er nicht zustande. »Na gut, daneben zu Fuß«, knurrte der Drache. So schnell ihn seine Beine trugen, lief er über den mondbeschienenen Teppich auf die Burg zu. Er war kaum einen Menschenschritt vom Buch entfernt, da sprang zwischen den Seiten ein Pferd hervor. Auf seinem Rücken saß mit wehendem Federbusch ein weißer Ritter. Das Pferd bäumte sich auf und der Ritter sah sich suchend um. Philipp duckte sich noch tiefer unter die Bettdecke. »Ha! Gleich habe ich dich, elender Feuerwurm«, brüllte der weiße Ritter. »Diesmal entkommst du mir nicht!« Der Drache sah sich erschrocken um. Mit angelegter Lanze galoppierte der Ritter auf ihn zu. »Halt!« Philipp stieß die Decke weg und sprang aus dem Bett. »Halt! Lass den Drachen in Ruhe, klar?« Verblüfft zügelte der kleine Ritter sein Pferd und starrte zu Philipp empor. Der Drache stieß bei Philipps Anblick einen Schreckensschrei aus und verschwand in der Plastikburg. »Ein Riese!« rief der Ritter. »Bei Gott, wir sind im Reich der Riesen!« »Blödsinn«, sagte Philipp. Er beugte sich zu ihm hinunter. »Du bist in meinem Zimmer. Hier werden keine Drachen gejagt. Ist das klar?« »Schweig, abscheulicher Riese«, brüllte der Ritter. »Der weiße Ritter fürchtet dich nicht.« Er schwenkte seine Lanze, gab seinem Pferd die Sporen und galoppierte geradewegs auf Philipps nackte Beine los. So, und ich denke, das war jetzt das erste Portionchen der Geschichte. Vielleicht habt ihr ja Lust, sie selbst weiterzulesen. Und ich entschuldige mich für all die Geräusche, die jetzt vielleicht gerade hier anliegen. Das Klimpern von E-Mails, das Bellen von Hunden draußen. Vielleicht habt ihr sogar das Schreien von einem Pfau gehört. Ich grüße euch alle von meiner Farm in Malibu. Ganz herzlich, Cornelia Funke.